Und dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator 2 Folge. Ich habe keine Ahnung, welche Folge es eigentlich sein müsste. 112? Kann es sein, dass es 115 ist? 13, 14, 15, ja. Könnte sein, dass es Folge 115 ist, I don't know. Steht ja im Titel. Wozu muss ich überhaupt noch mitzählen, so? Ist das nicht so, als wenn es irgendjemand überhaupt interessieren würde? So. Dem. Können wir mal gucken, wo wir pennen gehen? Wobei es ja natürlich eine Nachtfahrt wird. Ja. Sollten wir also so lange wie möglich rauszögern. Oh, wir dürfen hier nur 50 fahren. Ich habe gerade einen LKW überholt, weil ich dachte, der fährt zu langsam, aber wir fahren zu schnell. Ha! Ja, ja, okay, kann es passieren. Für die paar Häuser richten die direkte 50er-Zone ein, ich glaube es ja. Warum bremst er jetzt? Achso, weil ich schon wieder 50 ist. Oh Leute. Hier sind nicht mal Häuser. Die Häuser sind da hinten. Ist das traurig. Aber hier bei der Brücke ist wieder 80. Klar. Klar, natürlich. Das macht verkehrstechnisch auch voll Sinn und so. Und ja, Sicherheitsabstand ist was für Feiglinge und so. Oh, da vorne schon wieder Bandsalat. Okay. Am Kreis
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und dann geht es schon wieder runter. Lol. Bitte rechts halten. Die Ausfahrt rechts. Ernsthaft hier? Statt einfach mal zu fahren, Junge. Was? Wie wo? Hab grad meinen Auflieger nicht gesehen. Rückspiegel. Aufliegerschaden. Nein. Oh ja. Wobei, du dürft noch fast eher die Räder sein, oder? Ja, hier. Achso. Auflieger sieht man gar nicht. Na gut. Dumm gelaufen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Hat zwar gehofft, für Wipfen ein bisschen mehr drüber, aber gut. Ich habe extra vorher gespeichert. Weil hieß er, aber er hat schon bergab, Alter. Uiuiuiui. Also siehst du da vorne, da ist halt richtig hell. Und wie gesagt, das ist halt einfach, weil der Schatten nicht weit genug berechnet wird. Naja. Version 1.48, ich freue mich schon drauf. Ob sich wohl irgendwann mal so ein Entwickler meine Videos angucken wird und sich so denkt, Junge, was gibt der Typ da eigentlich für Versprechen? Was ist denn los mit dem? Hat er gesoffen oder was?
So, wenn wir jetzt hier da vorne können wir auch pennen. Ja gut, der nächste Punkt ist relativ weit weg. Nein, okay. Achso, halt. Ich sehe es nur schon wieder nicht. Meine Fresse. Da. Da können wir pennen. Ah, ne, trotzdem. Er ist so weit weg. Wie weit ist das hier? 3 Stunden nach, glaube ich, ist zu weit weg. Ja gut, dann müssen wir also dann hier pennen mal. Da. Lass uns loslegen. Oh, eine Brücke. Können wir noch schön den Sonnenuntergang genießen? Sehr geil. Aber wie viel brauchen wir immer noch? 10 Stunden? Hä? Weiß ich nicht. Digga, warum gibt es keine Ausfahrt? Hä? Wer macht denn sowas? Ah, kurz. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Ich verstehe dieses Konzept hier nicht. Hier gibt es keinen richtigen Ausfahrtbereich. Hier ist nichts mit Linien markiert. Das Einzige, was man so ein bisschen erkennen kann, also ich kann demonstrativ benutzen, ist, dass da die Linie so gelb ist. Das heißt, da soll man wohl irgendwie rausfahren. Was mache ich hier gerade? Ne, hier ist das Gleiche. Hier war auch keine richtige Markierung, sondern nur diese komische Strichlinie da, dass man da durchfahren kann. Wer macht denn sowas? Was ist das für ein Straßenkonzept? Oh. Na, natürlich voll Schaden bekommen, weil ich gerade die ganze Zeit gerollt bin. Ach, verdammt, der Kacke. Und doch nicht sind Reifen. Na gut, dann geht's ja. Ja, sehr komisches Straßenkonzept, verstehe ich nicht. In was für Land sind wir hier eigentlich, Alter? Direkt mal hier verklagen. Oh, ich sehe gerade, wir haben mit dem LKW schon 40.000 Kilometer runter. Wow. That's not bad at all. Ich meine, hey, echte LKWs, wenn die mal so ein
so ein Leben lang benutzt werden, also in einer Karrierelaufbahn, sage ich jetzt mal. Ah, schafft so ein Fahrer schon mal so 1 Million Kilometer. Aber immerhin, wir haben schon 4% davon. Oder 40 Promille. Ey, das besoffene Typ. Ich sehe jetzt ja, dass er da so einen Chronoflieger hat. Mit der komischen Beleuchtung da bei ihm. Und dass er scheiße langsam fährt. Ah ne, wir rollen zu schnell. Kommt doch gleich raus. Wir sind nie schuld. Wir überholen mal ganz sachte. Immer geradeaus. Hab mich aber beim Rumeiern, ey. So. Und davon. Führerstreifen hier. Mal los. Jetzt haben wir wieder 92 Millionen, 1000. Hier kriegen wir also so ein bisschen für so die nächste Rate ausgelöst. Was? Boah, Alter, wie ist die Straße hier uneben, ey. Da ist jetzt vorbei, Junge. Oh, Leute. Ah, ich werde doch noch vorbeigelassen. Oder auch nicht. Nee.
Hä, hey, was ist nach vorne los? Map. What? Hey, wieso habe ich da einen Punkt gesetzt? Kommt der Punkt daher? Na, wahrscheinlich habe ich irgendwann mal aus Versehen auf die rechte Maustaste oder so. Kann doch so sein. Ja, auf die linke Maustaste, mein doch. Ich weiß mal kurz. Ne, okay. Weil, wenn man hier so ein bisschen dran vorbei ist, kann man da nicht gut ersetzen. Sehe ich gerade. Aber das ist nur, wenn man relativ nah am Rand ist. Kann aber durchaus sein, dass wenn ich hier so unten drauf klicke und da eine Straße in der Nähe ist. Ne, auch nicht. Sehr suspekt. Ja, weiß das schon. Wer weiß das schon? Los. Mit 50 durch die Kurve gleich bekloppt. Na, vielleicht mit dem Auto, okay. Ja, da kann man es vielleicht machen, tatsächlich. So, stopp, jetzt rede ich. So, das war schon eng. Und dann nehme ich Schild mit? Nö. Gut. Gut gemacht. Guter Junge. Good boy. Geradeaus. Diese Straßen hier hatte ich wie die Pest. Das ist wirklich so eine richtig räudige Scheiße.
rechts halten. Da soll es auch für diese Folge auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, ja, halt weiterfahren. So die letzten 3 Stunden, also in-game. Wie viele Kilometer auch das auch immer waren. Bis dann.